Puh. Das ist so deins, oder? Das ist meins. Mhm. Bin ich froh, dass ich dich als Galeristen hier neben mir habe. Bitte schön, komm zu mir. Nee, ich mag ja Bilder, wo du auf einen Blick sofort erkennst, worum es geht. Weißt du, wo du. Das ist so, da hinten kommt der Besitzer. Lass mal später weiterreden, bevor du von mir erwartest, dass ich es erzähle. Nimm dir Zeit. Ja. Schönen guten Tag. Hallo, ich bin der Thomas. Thomas, freut mich außerordentlich. Kolmar Schulte-Golz. Herzlich willkommen. Wie bist du denn an das Gemälde gekommen? Ich sag's mal einfach. Hat mir meine Mutter geschenkt. Und die hat es aber gekauft? Nein, hat vorher im Büro gehangen, wo sie gearbeitet hat. Und wurde, wie das Büro zugemacht hat, konnte sich jeder was mitnehmen, was er wollte. Und dann hat sie das Gemälde gewählt. Hast du irgendwas drauf gesehen, was mir entgangen ist? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann lassen wir uns das Ganze mal von Kolmar erklären. Und wenn der fertig ist, wollen wir beides haben. Da bin ich mir sicher. Okay. Unbedingt. Kolmar, schieß mal los. Kopien anfertigen. Ja. Ja, also es ist ein sehr ungewöhnliches Bild. Zuerst muss man schon mal sagen, es ist ein Bild im Quadrat. Und damit setzt es sich von ganz vielen anderen Bildern ab, die durch ihre Inhaltlichkeit häufig an ein bestimmtes Format gebunden sind. Ne? Landschaften, Seestücke und so, da haben wir sofort ein Format im Kopf. Jetzt ist es ein ungegenständliches Bild und dieses ungegenständliche Bild ist mit dem Quadrat eigentlich ganz besonders gut zu verbinden, weil es eben so was anderes und Neues ist. Dieses großartige Bild hat vor allen Dingen damit zu tun, dass es bei aller Ungegenständlichkeit nur die Farbe zum Ausdruck bringt. Und die Farbe, das ist das Hauptmedium, in dem der Künstler Michael Rögler gearbeitet hat. Und dieses Bild, was wir hier vor uns haben, dass es aus einer Serie stammt, in der der Künstler erforscht hat, wie die Wirkweise von Farben zueinander ist. Im Prinzip ist das seine Lebensfrage gewesen. Es gibt also Bilder, die auf einem hellen Grund, wie hier, bis 1977 gemalt worden sind. Und dann wird untersucht, wie zum Beispiel hier, Schwarz und Grün in diesem Bild wirken. Und es werden einzelne Störfaktoren eingebaut. Auch wenn man sich hier ganz lange mit dem Bild beschäftigt, kann man natürlich auch sehen, dass das irgendwas mit dem Betrachter machen kann. Also es ist das klassische Bild, wo man immer schön sagt beim Galeristen, Sie müssen sich drauf einlassen. Ja, es ist Öl auf Leinwand. Öl auf Leinwand von 1976 aus dem Dezember. Es ist hinten drauf groß signiert und auch nochmal mit der besonderen Werknummer des Künstlers aus seiner K-Serie besonders festgehalten. Und dann haben wir genauso gut auf der unteren Ecke links noch mal eine sichtbare Signatur im vorderen Bereich. Mhm. Der Zustand des Bildes ist wirklich altersgerecht gut. Mhm. Was stellst du dir denn vor, was du gerne hättest dafür? So 800 wäre schön. Das ist eine schöne Summe. Ja. Aber auch eine angemessene Summe. Michael Rögler ist ein geschätzter Künstler, der vor allen Dingen in den 90er Jahren in ganz viele Sammlungen gelangte und vor allen Dingen natürlich am Finanzstandort Frankfurt in sehr gute Sammlungen. Okay. Dementsprechend ist er flächendeckend gut im deutschsprachigen Kunsthandel immer wieder zu finden. Er ist im Markt vertreten. Meine Wertschätzung beläuft sich auf 1.500 bis 2.000 Euro. Ah, okay. Gut. Bei der hohen Expertenschätzung stehen die Chancen gut, dass das Gemälde sogar noch deutlich mehr einbringt. Guten Tag, der Herr. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Ich bin der Thomas aus Frankfurt am Main. Sie haben uns einen abstrakten Expressionisten oder Strukturalisten mitgebracht. Aus Mainz ist er tätig gewesen und ist geboren. Und die Nummer K49, ist das ein Werksverzeichnis oder was hat es damit auf sich? Soweit ich jetzt nur von Herrn Kolmar erfahren habe, dass das irgendwie eine K-Serie gibt, verschiedene Serien. Okay, und das ist eins davon. Und genau. Ich fange mal an mit 500 Euro. Wie die Rosenblüte schaut so ein bisschen aus. Mhm. 550. 600. Spricht irgendwie zu mir. Ja. Man sieht da auch so viel drin. 700 bei mir. Ich finde, es muss zurück in die Heimat. Deswegen 800 Euro. Bist du aus Mainz? Nein, aber aus der Nähe. Ach so. Ich finde, Bilder sind Ideen und Ideen müssen wandern. 850. 1.000 Euro von mir. 1.100 von mir. 1.200. 1.300. Es ist ja auch schön, man muss es ja nicht mehr irgendwie großartig noch neu rahmen. Nein, es ist gar perfekt, nicht. So wie es ist, man kann es so aufhängen. 1.700 Euro. 1.800 Euro. Hier ist nichts unmöglich. Ja. Ich mag's. 2.000 Euro. 2-1. Okay. Ja, wir wollen es beide haben, das ist gefährlich. Ja, auch. Finde ich nicht. Man könnte auch zwei Querformate draus machen.
2200 Euro. Hm. 2300 Euro. 2400. David oder Susanne, wer macht das Rennen? Jetzt lässt die Beruhigung nach. Ja, das Problem, was ich in dem Bild sehe, ist der Transport tatsächlich. Ja, also ich bin Feuer und Flamme. Ich würde es gerne kaufen. Ich steig aus. Ja, super. Sehr gerne. Ja? Ja, Deal. Super. Wahnsinn. Wunschpreis um 1600 Euro übertroffen. So. Jetzt gibt es jede Menge Bares. Albert, ich muss ganz ehrlich sagen, so viel, wie ich über Kunst gelernt habe, wie hier in den letzten Jahren, das ist unfassbar. Es ist wie ein Museumsbesuch, nur in live mit Experten an seiner Seite. Das ist schon doll, ne? Ja. Und ich glaube, hier geht es entweder um den Mond oder um die Kühe. Aber das werden wir gleich klären. Bitte schön, die Herrschaften. Schöne Kühe, schwimmende Kühe. Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mögt ihr euch uns vorstellen oder soll ich uns erst mal vorstellen? Was habt ihr lieber? Erstmal Sie sich. Ja, gut, mal fangen wir so an. Albert Mayer, Horstlichter. Ursula Fehlemann. Und Thomas, der Bruder. Der Bruder, wunderbar. Und somit weiß ich schon mal, das hier ist das Erbe. Ein Teil des Erbes wahrscheinlich. Ja, das Erbe nicht so ganz. Hm? Das Bild gehört meinem Vater, der es von seinem Großvater bekommen hat. Und meine Tochter möchte gerne zum Schüleraustausch nach Amerika. Und da hat der Opa gesagt, na gut, also dann gucken wir mal. Ich trage so ein bisschen dazu bei. Und du hast ja gedacht, du nimmst den Bruder mit für die Verhandlungen hin. Nee, das war eigentlich, die Tochter ist zu jung und der Vater ist zu alt. Und dann waren wir jetzt die Zweitbesetzung. Ach, das ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Also. Ist ja so wissen wir schon mal, wie sich das Ganze zusammensetzt hier. Gut, mein Lieber, aber dann erzähl uns mal ein bisschen über das Gemälde. Primär, muss ich sagen, habe ich genau geschaut, was dieser Blauspiegel, dieses Blaulicht, was von dem Mond auf das Wasser fällt, warum er das so gemacht hat. Es sieht so aus, als hätte er einen Filter vor seine Augen gestellt und hätte dann losgemalt. Über den Maler ist natürlich eine ganze Menge zu sagen. Das Bild ist signiert mit Arthur Wansleben und mit der Stadt Düsseldorf. Arthur Wansleben ist 1861 geboren worden in Krefeld und 1917 in Düsseldorf gestorben. Er war ab 1880 circa an der Düsseldorfer Akademie und hat dort studiert und hat dort Malerei gelernt. Und ab 1890 war es ein arrivierter Künstler der Düsseldorfer Malschule, der Szene und sehr bekannt. Hat im ganzen Land ausgestellt, hat Ausstellungen bestückt, große Ausstellungen auch in Berlin und in München. Also wurde sehr berühmt. Und dieses Bild hier ist vermutlich für einen wohlhabenden Kunden gemacht worden. Horst, schau dir mal diesen prunkvollen, monumentalen Rahmen an. Ja. Mit Früchten, mit Ähren, mit Obst. Ja, der ist einfach toll, toll gemacht. Und der war schon teuer, Horst. Ja, und der gehört auch zum Gemälde, ne? Original zum Gemälde. Wo wir gerade bei Original sind, wann ist denn dieses Original entstanden? Also dieses Bild dürfte entstanden sein in der Zeit 1890, 1900. In dieser Zeit durfte es gemalt worden sein. Er ist ja bereits 1917 gestorben, aber das passt in diese Zeit. Ist Öl auf Leinwand? Ne? Öl auf Leinwand, ja. Und Beschädigungen wirst du wahrscheinlich entdeckt haben. Beschädigungen sind einige da im Rahmen. Das Bild gehört komplett professionell hergerichtet. Der Rahmen gehört wieder neu aufgerichtet. Der Stuck ist ein paar Stellen schon abgeplatzt. Ja, und es gehört gereinigt, das Bild. Dann kommt es viel, viel besser aus. Ja, dann wird es auch noch mal leuchtender, da bin ich mir sicher. Leuchten sollen möglichst eure Augen, wenn wir verkaufen könnten. Dafür würde ich erstmal gerne den ersten Schritt machen, Wunschpreis. Ach, wenn jede Kuh 50 Euro bringen würde, ich glaube, es sind 13 Kühe, also 650 Euro. Kann Albert diesem Wunschpreis zustimmen? Ich muss Ihnen dazu sagen, seine kleinformatigen Gemälde, die gibt es sehr häufig. Und die werden in dieser Preisklasse gehandelt, 400, 500 Euro. Aber so ein Großformat wie hier und so ein gutes Bild wie hier, das muss schon mehr Geld bringen. Und deswegen ist meine Schätzung 800 bis 1000 Euro für Ihr Bild. Gut, jede Kuh ist ein bisschen mehr wert. Hervorragend. Im Verkaufsraum freut man sich jedenfalls schon einmal sehr über das antike Gemälde. Aber folgen auch die entsprechenden Gebote?
Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo, willkommen. Hallo. Ein sehr stimmungsvolles Gemälde von Arthur Wandsleben haben so Sie ist mitgebracht. Es. Ist er aus Ihrem Hause, also Familie, Privatbesitz? Genau, unser Urgroßvater hat es mal ersteigert quasi und das wurde dann an meinen Großvater weitervererbt und dann hat es mein Vater bekommen. Mhm. Und dadurch, dass die jetzt umgezogen sind, die Eltern, haben wir bzw. auch meine Eltern keinen Platz für dieses Bild und deswegen so, bieten wir das im Auftrag des Vaters dann an. Ja, das kaufen wir Ihnen ab, würde ich sagen. Ich würde mit 500 Euro starten. Mhm. Also wir haben mal nachgeguckt, es sind Bilder für 200 weggegangen. Es sind aber mal welche für 1000, die sind dann was älter. Aber wir haben kein Bild gefunden mit Kö. Nee. Also 550. 600. 650. Ich mach 700. Ja, den Rahmen kann man hier auf jeden Fall mitbewerten. Der ist so aufwendig ja, gemacht. Der Rahmen ist so gigantisch. Schön. Schön. 720. 750. 770. 80. Die berühmten 80. 780. 800. Ja. Ich gebe Ihnen 850. 900. 930. 950. 980. Dann gebe ich 1000. Würde das denn machen mit dem Fabian für 1000 Euro? Ich denke, da können wir uns drauf einlassen. Ja? Prima, ja. Schön. Gut. Schön. Muss ich wahrscheinlich mal knicken. Und dann könnte ich Ihnen das. Ganz gut. Ja, das geht. Bitte schön. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Hat uns sehr gefreut. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.